Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute stelle ich euch den neuen Megalift von Karl-Heinz Rembeck vor. Die meisten kennen ihn ja von euch schon von seiner Seite bei eBay Kleinanzeigen. Dort könnt ihr diese Lifte von ihm erwerben und jetzt hat er eben einen neuen Megalift rausgebracht, der sage und schreibe 34 cm hoch ist, also 34 Höhensteine, die Kugeln nach oben befördern kann. Und wie der genau aussieht und was so der Unterschied zu dem letzten Liften ist, das stelle ich euch jetzt einmal in dem nächsten Schnittbild vor. Dazu sei gesagt, dass mein Lift, den ich hier im Video habe, ein Prototyp ist, bei dem alle Ausgänge ganz oben und in der Mitte sind. Und wie die bei dem Original-Lift im Shop aussehen, das zeige ich euch einmal jetzt hier bei diesem Bild. Also wir haben die ganz normalen drei Eingänge unten auf allen drei Seiten. Das zeige ich euch einmal hier mit dem Pfeil. Und dann haben wir die Ausgänge bei 12 cm, bei 16 cm, bei 20 cm, bei 26 cm, bei 30 cm und ganz oben bei 34 cm. Also an jeder dieser drei Seiten jeweils zwei Ausgänge. Und in der Mitte gibt es gleich so ein paar Klemmen, die kann man auf dem Bild hier schon sehen. Im nächsten Video, was jetzt gleich kommt, habe ich aber einmal die Kugel verfolgt und das schauen wir uns einmal jetzt an. Also hier unten gehen die Kugeln rein, das kann man hier schön beobachten. Und jetzt zeige ich euch einen kleinen Bildausschnitt von der Bahn, die ich dazu gebaut habe. Da verfolgen wir jetzt hier einmal die grüne Kugel, wie sie die Spiralen hier nach unten fährt. Und dann verfolgen wir beim Lift unten einmal, können wir hier schön sehen, die Kugeln gehen nach oben und jetzt in der Mitte könnt ihr diese Klemmen sehen. Damit könnt ihr eben die Zugänge, wenn ihr die nicht benutzen wollt, zumachen und dann fährt die Kugel automatisch zu dem höheren Ausgang hoch. Wie gesagt, hier nicht irritiert sein, meine Ausgänge sind alle ganz oben und in der Mitte. Beim Originallift sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Wenn ihr dazu aber irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir die entweder direkt in der Videobeschreibung stellen oder ihr schreibt einfach Karl-Heinz Rembeck selber auf eBay. Der Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Rest des Videos. Ich lasse euch jetzt mit den Bildern alleine und würde mich über ein Like freuen und wünsche euch viel Spaß.